Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Wir sind bei Folge 74, diesmal mit Ton. Ich weiß auch nicht, warum bei der letzten Folge, bei der letzten Aufnahme kein Ton war. Das war alles ziemlich komisch. Ich habe es auch nicht hinbekommen, das nochmal neu zu vertonen. Aber gut, jetzt sind wir ja wieder da mit Ton. Wir sind bei der Turmspitze. Ich wollte es mal Wie probieren. geht's? Und jetzt kriegen wir nämlich hier auch Bleib dran. Quests. Die sind auch recht cool. Ich bin ganz Aber ich ohr. gedacht, probier es einfach nochmal, geh Rede nochmal mit hin. mir. Seid auf der Hut. Versuche es nochmal. Fort mit euch. Wir nehmen jetzt einfach mal an und geben uns auf die Jagd mit dem Jäger. Welch Wortspiel. Oh, Questlog ist voll. Schlingenanzahl. Ich glaube, das werden wir nicht mehr machen. Werden wir, glaube ich, auch nicht mehr machen. Ups. Das werden wir auch nicht mehr machen. So. Die, ich glaube. Oder? Ja, da oben ist auch noch eine Quest. Oder? Nein, doch nicht. Wurde nur noch der Rest angezeigt. So. Ein Freund hier. Und ich glaube, in der letzten Folge hatte ich das eigentlich erzählt. Ich war ja beim Lehrer, oder sieht man, glaube ich, da auch. Bin mir gerade nicht sicher. Und da habe ich Hallenfest hier gekauft, das jetzt 1000 heilt, nicht mehr 250. Das ist natürlich viel besser. So, ist von danach ist der Hut. Ich glaube, wir müssen erst die Spinnen töten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das müssen wir töten. Das ja schön. Weiß nicht, ob ihr euch noch an die Folge erinnert, wo wir hier ein, zwei getötet hatten, aber nicht wirklich weiterkamen. Das sieht auch gut aus. Wir sind mittlerweile auch Stufe 50 geworden. Und unser Aslan jetzt auch. Ich war auch gar nicht mehr beim Bettlehrer, das habe ich vergessen. Aber wir haben recht viel Kohle da gelassen. Ich glaube, wir hatten was um die 50 oder so. Jetzt haben wir nur noch 11. Aber naja, gut. Wir kennen das ewige Spiel ja. Weiße Spinnenfleisch. Ist der das? Mal testen. Ja! Ha! Ich meine, mittlerweile sind es nicht mehr 20, die man killen muss, sondern was um die 10 oder so. Irgendwie so. Und hier unten? Wenn die jetzt gleich getötet haben, nicht die andere Polen. Sehr schön. Und wir bekommen dicke Spinnenseile, das ist gut. Ich meine, die ist auch was wert. Hinten bei den Zelten, die gibt es nicht mehr. Also mittlerweile im Live-WoW. Da ist auch eine Questreihe. Das hat irgendwas. Ich glaube mit Onyxia zu tun oder so, oder irgendwas mit diesem Drachenschwarm. Die werden wir mal machen. Grüß. Lass mal zu, ich meine, die brauchen wir gleich. Seid vorsichtig. Kann ich euch helfen? Seid vorsichtig. Schönen Tag. Ehre dem König. Da. Ich lasse es ein bisschen. Man kann ja eine Pause machen. Weil die Quest, wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Ziehe den Ehrenfreund. Für die Allianz. Braucht ihr Hilfe? Das Licht sinkt auf. Was war denn da drin? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Es hat gegrüßt. Okay, die kann man noch quasi nicht öffnen. Ich weiß gar nicht mehr was drin. Ich glaube, eine Drachenschuppe war da drin, aber. Ich
Bin mir nicht sicher. Könnte aber sein. Und wir haben, wenn wir jetzt 200 Wildnis anschmeißen, 50 geworden sind, bekommen wir wildes Herz und werden auch groß bedroht. Also ist die Fähigkeit quasi passiv. Aber naja. Besser als nix. Ich glaube auch ganz cool. Der hat's auch Akku gezogen. Was ist das denn? Ich glaube, ich muss zum Fettausbilder. Aber nun gut. Schwupp. Theoretisch Mana müssen wir tanken, aber naja. Sei mal dahingestellt. Sehr schön. Momentan bin ich auch am gucken für einen anderen WoW-Server. Und zwar für Mist of Pandaria. Ich habe da einen gefunden, Monster heißt der. Das war ja Werbung, obwohl ich es gar nicht machen wollte. Bleibt hier, das ist schön. Allerdings ist da alles ziemlich viel Englisch. Das stört mich ein bisschen. Jetzt nicht, weil ich Englisch nicht kann, sondern weil es nicht so eine große Community hat wie hier. Tagsüber sind das um die 50 Leute an. Ich meine, das ist ja schon nicht schlecht. Und hier sind in der Regel was um die 600 Leute an. Wo wir gerade bei anderen Server sind, ich weiß nicht, ob ihr bestimmt mittlerweile habt das gehört. Ist ja auch die Sache mit dem Classic-Server, der offline ist, den Blizzard quasi geschlossen hat oder schließen lassen hat. Ich selber habe dort nicht gespielt, aber ich kannte ein, zwei Leute, die haben auch dort gespielt, die fanden das natürlich auch nicht toll. Ich habe jetzt mal den Server empfohlen hier, auch wenn es jetzt kein Classic-Server ist für die jetzt, aber das, fand ich ja doch mal dann etwas öde, ne? Beziehungsweise blöd von Blizzard, weil ob die Leute jetzt da spielen oder woanders. Viel mehr davon haben sie ja eigentlich nicht. Das ist wie mit allem. Was man schließt, dann kommt irgendwo wieder was Neues. Und ich glaube auf dem Server, den die geschlossen hatten, das war ein Classic-Server mit 1,2 Millionen registrierten Membern und 120.000 oder so. Ich habe Zahlen nicht wirklich im Kopf, eben ich meine ungefähr irgendwie so war es. Aktiven Membern. Und sie haben ja, habe ich gehört, irgendwie vor, ein Classic-Server zu machen. Beziehungsweise einen Server zu machen mit Levelbegrenzung bis 60 und dann ein bisschen was zu verändern ohne Levelstücke und die EP-Zahl zu erhöhen. Und das wäre ja nicht wirklich Klassik. Aber gut. Wir kennen ja Blizzard. Die sind ja manchmal etwas speziell oder besonders, könnte man sagen. Ja, das ist halt nicht so schön. Oh. Tja, jetzt ist er weg. Okay. Ja, er kann uns nichts tun. Wir haben es geschafft. Ja, nicht. Tja, so, mal gucken. Müssen wir auch töten. Im Prinzip müssen wir alles töten, was hier so rumkreucht und fleucht.
Braucht man noch Schlüssel von ein, zwei Leuten? Weil eigentlich fand sie immer ganz schön. Auch wenn sie echt etwas. Ja, wie soll ich sagen, etwas karg ist, aber. Schon reicht so für die geschichtliche Questreihe. Wo ist denn jetzt? Aslan, oder? Jetzt könnte ich vielleicht verstehen, warum hier nicht so viel Andrang ist. Aber wir haben ja auch noch recht früh hier. Jetzt gerade so. Wir haben 7 Uhr. Und zwar am Wochenende, aber. Das heißt ja nichts. Die letzten Sachen droppen sie immer wenig. Tja, und unser Freund der Aslan ist mal wieder durch die Gegend am Reisen hier, rauf runter. Er kriegt aber von seiner von seinem Spinnenfleisch. Was hat das bekommen? Genau, Herz der Flamme. Ein Pech. Eigentlich nur Strunks. Ja. Was soll es denn? Okay, die haben einfach nur ein Problem mit Bergen oder Hügeln. Der hat nicht gefehlt. Das ist ja ein Ding. Aha. Okay, wenn er dann nicht im Berg ist, kommt er dann auch raus. Ja gut, es gibt jetzt. Scheiße, ich wollte gerade sagen, es gibt Schlimmeres. Naja, so kommt man in den Berg. Das war nicht der Plan. Aber so kommt man auch zum Beispiel unter Eisenschmiede damals. Mittlerweile ist das Tor hier offen. Kann man denn hier vielleicht direkt was holen? Gab's da irgendwas, ne? Irgendwen musste man hier. Können hier mal reingehen, gucken. Meine, gab es irgendwen, den wir killen mussten? Oder wovon wir irgendwas brauchten? Tante. Oh, wir gucken einfach mal. Alles mit dem 4, das finde ich gar nicht toll. Nein, das gibt es heute nicht mehr. Tja, nicht mit uns, wa? Zuchtmeister. Oh, der könnte aufhören, ja, sag ich ja. Noch ein Zuchtmeister. Das war, glaube ich, 45 Puttig und jetzt 200 Puttig. Oh Mann, oh Mann. Das ist krass. Das kenne ich gar nicht so. Ja, genau, das war's. Tja, man muss eher das positiv sehen. Ja, das ist ein. Okay. Ach, guck, wir müssen auch töten. Das ist doch praktisch. Mensch.
Ding, was der Mann hat. Schön. Da unten gab's noch irgendwas, meine ich. So. Das auch. Hihi. Finde ich da irgendwo so ein Altar? Da irre ich mich. Finde ich irgendwo so ein Altar? Sklavenarbeiter? Näher ran. Flammen. Na gut, ich meine, da war irgendwo so. Ich nenne es mal Rampe. Das ist gemein, oder? Schlüssel des Captain. Achso. Was ist das denn? Oh ja, der Schlüssel des Captain ist von den Piraten, die wir getötet haben. Ich glaube in der Folge ohne Ton. Aber gut. Joa, ist mir hier noch das. Oh. Gerade gefreut. Oh, ein blaues Item. Dann habe ich gesehen. Oh, scheiße, Platte. Ach, ein Zuchtmeister. Mist. Ja, wer kommt zu uns? Das ist ziemlich doof. Keine Pläne, der Kopf. Dunkeleisenfragmente, oh, die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja. Warum soll es auch anders sein? Also daran kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass die einen geführt haben. Haben die damals nicht gemacht. Oh, das ist mir nie aufgefallen. Verdrängt halt also. Schlimme Dinge verdrängt man. Na. Alter. Wo ist denn ein Alter? War das nicht gehört, dass ich irgendwie zu der Quest? Oder später vielleicht, das kann sein. Bestimmt später muss man hier nochmal rein. Oh ja, okay, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Master ist auch dabei. In meiner Hand stellen wir tot. Ich glaube schon. Oh. Wenn ich wieder Mana hab, dann lesen wir unser Pet. Dein Aslan-Freund. 165. Das könnte knapp werden. Ich würde sagen, holen wir danach schnell hier ab. Jetzt könnte das hier noch in die Hose gehen. Das ist echt ein schlimmes Pflaster.
Mal ein Mana Flächen bekommen, Mana Trank. Essen wir was. Gestaubert. Ja. Ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Natürlich wieder mit Ton. Lasst doch ein Abo da und auf Wiedersehen.